Der zweite Teil der Miniserie Apothekerschrank. Ich nenne das jetzt mal so. Apothekerschrank, ja, doch, Apothekerschrank. Warum? Ich habe im ersten Teil habe ich diese schönen Schubkästen gebaut. Mit Fingerzinkenverbindung an der Tischkreissäge. Schönes Teakholz mit den coolen Beschlägen. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. 20 Stück davon habe ich gebaut. Das Video dazu verlinke ich euch oben rechts. Aber, wie gesagt, geht es heute nicht um die Schubkästen, sondern es geht um den Korpus dazu. Ich habe mir als Material Multiplex ausgesucht, weil ich im Moment leider nicht so einfach an gutes Holz drankomme. Habe ich mal in meinem Lager reingeschaut und dachte mir, komm, du hast ja noch ein paar Multiplex-Platten da, daraus könntest du dir den Korpus bauen. Wir werden das ganz einfach, unspektakulär zusammenschrauben. Warum? Wir werden das sowieso am Ende lackieren und die Löcher, die Schraubenlöcher, die werden wir auch schön zuspachteln, lackieren, mal ein bisschen anschleifen, nochmal lackieren, damit das am Ende richtig hübsch aussieht. Ich bin überzeugt davon und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Ich packe mir jetzt die Platte und dann geht es direkt an die Tischkreissäge. Die hat eine relativ homogene Oberfläche. Es gibt ja Multiplex-Platten, gerade so B-Ware. Die haben auch so eine schreckliche Maserung. Für den Möbelbau wäre das wahrscheinlich nicht geeignet, weiß ich nicht, keine Ahnung, allein wegen der Optik. Aber wie gesagt, da wir das Ganze sowieso am Ende lackieren werden, ist mir das egal. Das mal nochmal testen, ob das alles passt oder nicht. Aber wenn das nicht passt, dann haben wir unnötig Material zersägt. Also meine Maße, die ich jetzt ausgerechnet habe, die sollten richtig sein. Ich habe es wirklich mehrmals überprüft. Zwischen den Kästen sollten dann 15 mm Platz sein. Das sollte passen. Irgendwas stört. Irgendwas macht mich gerade so ein bisschen unsicher. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Bodendeckel, die Seitenwände und auch die Zwischenwände schon mal eingesetzt, um zu gucken, ob das soweit passt mit den Maßen. Diesen Freiraum, der ist ja für die Zwischenböden gedacht. Da kommen ja noch insgesamt 16 Stück, muss ich noch zuschneiden. Sobald ich die dann festgeschraubt habe, wird sich oben das Ganze schließen. Ja, das bedeutet eine weitere Platte, die Böden zuschneiden. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir das Ganze zusammenschrauben. We'll be right back.
So, jetzt können wir lackieren oder rollen, wie auch immer. Metallschutzlack in Grau Anthrazit. Und jetzt tragen wir mal den Lack auf. Mit der Rolle schön einmal quer. Wichtig ist, dass man am Ende die Bohrlöcher nicht sieht, beziehungsweise die verspachtelten Stellen nicht sieht. Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Ob es jetzt perfekt wird oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe mir Mühe gegeben dabei. Und hoffe, dass das jetzt auch wirklich endlich mal fertig wird. Warum habe ich hier eigentlich jetzt ein Kabel noch? So. Die verschraubten Stellen, die ich jetzt auch verspachtelt hatte, die sind auf jeden Fall nicht sichtbar. Das ist schon mal gut. Jo, das sieht schon mal sehr, sehr nice aus, die Oberfläche. Das wird natürlich jetzt nicht so, das wird ja schön matt und glatt. Ja, das wird nicht so bleiben. Der Glanz, der wird auch langsam verschwinden. Das habt ihr eventuell in meinem Metallschrank-Lackierarbeit gesehen oder Video gesehen. Da ist nämlich genau dasselbe passiert. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... Das darf jetzt nicht umfallen, ey. Das wär's. Wenn das Ding jetzt umfällt, dann war es das. Ich glaube, hier wäre eine kleinere Rolle besser, die ich aber leider nicht da habe. Dann werden wir das einfach so machen. Alter, komm. So, das Ganze werde ich jetzt über Nacht nochmal trocknen lassen, dass es wirklich schön fest ist. Und wenn ich da irgendwelche Macken sehe, dann kann ich ja immer noch hingehen und die Oberfläche leicht anschleifen und dann nochmal lackieren, wenn es natürlich nötig ist. Jetzt heißt es wieder abwarten. Für heute ist Feierabend. Es ist sowieso Sonntag. Ich genieße jetzt noch die restliche Sonne und dann kann ich morgen weitermachen. Also, bis später. Die Oberfläche, die ist soweit trocken. Zwar nicht so trocken, dass man da jetzt den Fingernageltest machen könnte. Deshalb lasse ich das jetzt noch mal über Nacht trocknen. Also das wäre dann die zweite Nacht oder zwei Tage, dass das mal schön durchgetrocknet ist. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die ich hier noch im Nachhinein vielleicht anders machen würde. Dazu möchte ich ein paar Worte verlieren. Der erste Punkt wäre der Deckel oder der Boden. Dass man das nicht auf diese Weise verschraubt, sondern den Deckel auf die Seitenwand zu legen und von oben zu verschrauben. Das wäre wahrscheinlich richtig, wäre vielleicht viel stabiler. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt hier auseinanderfällt, weil das ja wirklich mehrfach verschraubt ist und das Ganze wirklich stabil geworden ist. Aber ich denke mal, richtig wäre es, wenn wir den Deckel auf die Seitenwand draufsetzen und dann verschrauben. Um etwas Gewicht zu sparen, würde ich für die Rückwand kein Multiplex, also kein 15 mm Multiplex nehmen, sondern einfach eine 5 mm MDF-Platte. Das würde vollkommen ausreichen. In die Seitenteile wie auch in den Bodendeckel würde ich dann eine Nut reinsägen und dann die MDF-Platte dort drin, wie ich es ja auch bei den Schubkästen gemacht habe, dort drin festleimen. Das hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können, aber gut, es ist...
etwas schwerer geworden, aber auch stabil. Bis auf die genannten Punkte bin ich mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Es hat Spaß gemacht, ich habe einiges dazugelernt, wie bei jedem Projekt eigentlich. Natürlich hätte man das ein oder andere etwas einfacher machen können, besser machen können, aber da ihr hier auf dem Bastelkanal seid, dürftet ihr von mir nicht so viel professionelle Arbeit erwarten. Falls euch das Projekt gefallen hat oder ihr eure Meinung kritiklos werden wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bleibt gesund, macht's gut, viel Spaß beim Basteln. Ciao.